Hallo zusammen, heute geht es ums GWP, Global Warming Potential oder globales Erwärmungspotential auf Deutsch. Oder Gehirnwäschepotential. Wir haben das Thema, wir haben das Kältemittel, was wir heute einfüllen. Das ist zum Beispiel Propan, brennbar, explosiv, R290 und das hat ein globales Gehirnwäschepotenzial von 3. Dieses Kältemittel haben wir schon eingefüllt vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann kam die Weltmacht USA und die hat das R12 auf den Markt gebracht. Das R12, hier habe ich noch ein Gütterchen, ist leer, aber ist egal. Und dieses Gütterchen hatte ein Gehirnwäschepotenzial von 10.900. Ein super Kältemittel, super Wirkungsgrad, nimmt das Öl mit, ist nicht giftig, ist nicht brennbar, ist überhaupt nichts, aber das globale Erwärmungspotenzial. Ich kann eben nicht Englisch GWP, globales Warming, Global Warming Potenzial. Das hat man verboten, weil das Gehirnwäschepotenzial so hoch ist. Man hat dann auf R134a gesetzt. Gibt es immer noch, ist jetzt auch verboten. Das brennt wenigstens nicht und ist nicht explosiv. Und das hat ein Gehirnwäschepotenzial von 1430. Das schlimmste Treibhausgas, das wir haben, ist. Und hier habe ich eine Flasche Kältemittel R718 Wasser GWP, keine Ahnung, und darin befindet sich das Kältemittel R744 CO2, Prost, hochgiftig, mit dem Gehirnwäschepotenzial 1. Also dieses hochgiftige Kältemittel, da ist es so, wenn wir 3 Tage von diesem hochgiftigen Kältemittel nichts zu uns nehmen, werden wir verdursten. Also zurzeit setzen wir dieses R290 ein, auch andere brennbare, explosive Kältemittel. Und das war's zum GWP. Hier mache ich euch noch ein Video mit dem Kühlschrank-Kältemittel. Hurra, hurra, ein Kühlschrank brennt. Und ich wünsche euch viel Gesundheit und immer einen Schluck GWP-haltiges Kältemittel. Ihr müsst immer gut trinken, sagt jeder Doktor, 2 Liter am Tag sind empfohlen.